Bin mal gespannt, was die haben. Oh, oh. Nein, 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 nein. Ruhig, ruhig. Oh, das ist doof, oder? Hilfe! Tim! Tim, der haut mich in die Fresse! Oh! Oh! Ich kann ja nicht. Papa, was machst du? Ich wollte eine Zigarette. Aber du kannst doch die Zigarette nicht mehr wegmachen, Papa. Scheiße. Ich kann schon sauber gehen. Nein, alles gut. Mach. Oh. Und du hast gerade mal 3 Haare am Sack. Erzähl mir nichts von groß. Mit 3 Haaren kann ich schon 3-mal schlucken. Was kannst du schlucken? 3 Schluck von dir. Hast du schon mal heimlich gesoffen? Also bist du ja Sohn. Ja. Guck mal, hörst du die Leute reden? Ja. Komm. Ob unser Knoblauch noch da ist? Ja, mal gucken. Vielleicht wird das noch was. Ah! Oh. Oh. Wunderschönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo Tom. Stören hallo. Herr hallo. Ackermann, hallo Marie. Hallo. Ackermann. Hallo. Ja. Hallo. Hallo ihr zwei. Ja. Ist hier gerade eine Besprechung oder sowas? Ja, geschäftlich so ein bisschen. Ja, okay, machen wir mit. Können weitermachen. Ja, ja, wir sind jetzt da. Ja. Worum geht's? Was liegt da auf dem Plan? Oh, nein, warum ist denn jetzt Marie rausgegangen? Warum ist die Marie jetzt rausgegangen? Ach, da ist sie. Ach so. Aber wie gesagt, ansonsten das, was ich gesagt habe, haben Sie da irgendwelche Widerworte oder irgendwas anzuwenden? Ja, ich. Ja, schon. Ja, wir. Sie bleiben kurz mal ruhig. Also, danke. Nee, bis jetzt, also ich weiß nicht, wann die Miss Bennett kommt, die müsste bald hier sein. Art of War, grüß dich. Die würde das dann einfach nur noch absegnen mit ihrem Namen. Und damit da keine, wie gesagt, keine Streitigkeiten oder irgendwas aufkommen. Aber sonst, so wie wir bis jetzt das besprochen haben, finde ich gut. Ich würde mich melden, auch was das mit dem Tabak betrifft. Oder Gott. mit den Tabakwaren, besser gesagt. Schöter. Und dann, ja. Noch. Ist das die Marie, die mit dem Leim rummacht? Ja. Oh, ey. Hab da jetzt nicht drauf reagiert. Ja, ich auch nicht. Hör mal, Junge, auch komisch, dass die gar nicht sagt, dass du gut aussiehst jetzt, ne? Ist ja gar nicht aufgefallen. Ja, ich glaube, die hat eben schon hinterher geguckt jetzt, aber die hat gedacht, ich komme jetzt und rede mit der, aber sehe ich nicht ein. Ne, warum nicht? Ja, was will die mir denn erzählen? Oh, ich will jetzt mit Liam will ich heiraten. Ach, heiraten tun die nicht, Junge. Doch, haben die doch gesagt? Ne, die küssen erstmal. Ist doch egal, aber warum will die denn jetzt, warum soll ich denn? Warum sollst du was? Gottchen. Ja, warum soll ich denn jetzt mit der, Entschuldigung. Warum soll ich denn jetzt mit der reden tun, wenn die mich so hintergeht? Das stimmt, die ist nicht ehrlich zu dir, ne? Nö. Ja. Gerrit schon mal überlegt, auf den zweiten Server zu gehen? Nee, eigentlich nicht. Doch schon. Ich hab schon mal gucken, mit den Gedanken gespielt, was ja. Der durch die Lappen Steve, gehen grüß dich. Galus, wie geht's dir? Lass uns mal gucken wegen Knoblauch, warte. Ja. Wo? Ja, ja. Komm, wir reiten schnell hin. Ja. Wo lang? Hier. Über das Brückchen, komm. Aber das war kurzzeitig nur die Überlegung, wo es anfing, dass nur 100 Leute drauf waren. Da dachte ich schon, vor allem, wie die schon wieder sind, Papa. Wer, wie, was ist? Ja, wie der zu dir gesagt haben, tut jetzt halten. Guten Tag. Guten Tag, Herr. Jetzt halten Sie erstmal den Mund. Entschuldigung. Warte, Junge. Ja, bitte? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie Sie heißen, aber ich glaube, ich habe Ihnen mal versucht zu erklären, wie das mit den Brieftauben funktioniert. Tom und Tim ist unser Name. Ja. Ja, haben Sie es schaffen können mittlerweile? Ach, Sie waren das ja, mit dem Buch vom Theodor und dem. Ach so, ja, und der Gustav. Junge, steig mal ab. Ja, Papa.
Sie waren die Dame, die uns das damals mit der Brieftaube erklärt hat? Ja, und dann bin ich nochmal zurückgerannt nach Valentine, weil mir dann eingefallen ist, sie brauchen ja Geld dafür. Sehen Sie, das haben wir heute noch nicht. Ach du Scheiße. Ja, das hat alles nicht so ganz geklappt. Ja, der Junge hat nämlich Magenprobleme seit morgen. Da war ja, ich muss auch wieder mein Medikament nehmen. Da haben wir $10 bezahlt, die uns fehlt für eine Brieftaube. Ja. Der Junge möchte nämlich auch mit einem jungen Mädchen schreiben, was er kennengelernt hat. Aber er kann das leider nicht machen, weil ihm die $10 fehlen. Ja. Möchten Sie $10? Ja, natürlich. Wenn Sie noch mehr hätten, würde ich auch das nehmen. Papa, sei doch nicht so, Papa. Ja, was ist? Die unterstützt doch kleinen Jungen. Ja, aber ich will nicht hier in Schuld stehen. Oh, danke schön für $20. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr lieb. Das Dankeschön. Ist wirklich sehr. Muss ja nett auch von gerecht Ihnen. Bleiben. Ja, aber das mit der Brieftaube, könnten Sie, wir haben das nicht ganz verstanden. Also, ja, also wenn Sie die $10 dabei haben, dann sollte das eigentlich funktionieren. Wenn Sie da quasi vor Ort das sich anschauen, dann erstellt sich da quasi ein Konto für Sie, ein Fach für Sie. Und dann ist eigentlich die zweite Herausforderung nur noch, wie Sie dieses Buch rausholen können. Was für ein indem Buch? Sie dann Sie bekommen dann quasi ein Buch, wo Sie Adressen eintragen können. Ja. Und wo Sie dann auch Briefe schreiben können. Zu, ne? Ja, ich sich entscheiden können, an wen Sie schicken möchten. Howdy. Ich weiß, was die Dame gesagt hat mit dem Theodor und dem Gustav. Achso, das weißt du? Ja. Achso, okay. Falls Sie Ackermann vor mir sehen, grüßen Sie ihn schön. Ja, können wir machen, kein Problem. Der ist da vorne. Der ist im Haus da vorne. Hier vorne ist der Ackermann, ja. In dem Wasserrad. Wasserradhaus, ja. Der ist da drin. Wir haben aber Besprechung, weil die wollen wohl jemanden entfernen lassen, keine Ahnung. Ja. Jemanden entfernen lassen? Ja, haben wir so beiläufig mitbekommen. Da wurden wir rausgeschickt, damit wir das nicht weiter erzählen können. Sind da noch mehrere von denen? Ja, da sind noch mehrere Leute drin. Es ging darum. Sie gehören zu dem Ackermann-Clan. Ja. Ach so. Dann sind sie auch hier meine Leute verschwenden lassen. Ja, irgendein Geschäftspartner soll wohl entlassen werden oder so. Würde ich mal wirklich moralisch ein bisschen drüber nachdenken, was sie da tun. Ja, an ihrer Stelle würde ich da mal hingehen. Gehen Sie am besten mal hin. Ich bin erst aufgewacht, dann gehe ich da mal hin. Vielen Dank. Bald wird der Sheriff nach Ihnen suchen. Alex Raymond ist mein Name. Ja, Raymond ist da gefallen, aber in welchem Zusammenhang, weiß ich nicht. Oh, weil, meinst du, ich gehe mal lieber hin. Gehen Sie mal lieber hin. So. Vielleicht schicken wir den jetzt in sein Verderben, Papa. Ja, ist ja nicht schlimm. Ach, ja. Bestimmt nicht. Ja. Okay, junge Frau, wir müssen aber weiter. Wir suchen Knoblauch. Ja. Sie suchen Knoblauch? Ja. Ja, denn wir haben Knoblauch angepflanzt. Ja, haben wir angepflanzt. Ja, okay, gut. Das heißt, Sie wissen schon wahrscheinlich, wo Sie den finden können, den Knoblauch. Nee. Also, Sie müssen doch ungefähr wissen, wo Sie den angepflanzt haben. Oder sind Sie wie so Eichhörnchen, die das dann vergessen und... Eichhörnchen vergessen? Ja, Eichhörnchen vergraben oft Nüsse irgendwo. Und ja, dann vergessen ich sie, wo das war. Auch mein Karamell vergrabe ich manchmal. Ja, da wachsen dann Karamellbäume draus. Ja, ich weiß, ich warte noch. Ja. Och, Scheiße. Tim, was denn, Papa? Guck nicht hin. Guck, Papa, Papa. Siehst du das was hier? Ist denn? Die tote Katze? Oh nein. Oh nein. Warum haben Sie das gemacht, junge Frau? Ich habe das nicht gemacht. Waren Sie das nicht? Das war bestimmt der von den Ackermann. Von den Ackermann war das. Bringen Sie doch gerne in die Praxis. In die Praxis? In welche Praxis? Da vorne das Haus. Jetzt sagen Sie, das ist ein Doktor. Ich. Ja, doch. Oh, die Miezekatze. Mit. Es könnte sein, dass das Strolch hier ist. Die kratzt ja sonst immer an der Tür rum. Strolchi. Strolchi, alles okay? Das hat gesessen, Junge. Ja. Oh, weia. Ich nehme dann nämlich immer was von diesem Wasser hier in diesem Gefäß, was an der Wand hängt. Da sind nämlich ganz bestimmte Algen drin. Guck mal, Timmy, hier ist ein Beatmungsgerät. Guck mal da. Papa, das ist doch... Papa, jetzt aber die Katze, der geht's nicht gut. Also. Ja, die wird schon wieder aufwachen. Ich werde sie gleich hier ein bisschen an den Teppich legen, vor den Ofen. Tatsächlich hatte ich hier schon Puma drin liegen. Also. Sie tun die in den Ofen? Wieso brennt die so gut, oder was? Nein, ich lege die dann hier hin, wo es warm ist. Und dann
Also, oder Pumas, je nachdem, wie wach die sind, trage ich die manchmal auch ein bisschen außerhalb der Stadt. Und ja, dann legen sie mal hin. Ja, das möchte ich sie. So? Ja. Ja. Das machen sie wirklich richtig liebevoll, junge Frau. Sehr zärtlich. Ja. Sehr zärtlich. Ja. Hoffentlich wird dein Streichelchen wieder gesund. Doch, doch, die streicheln wir noch ein bisschen. Und dann. Ja, wir kommen nachher nochmal fragen wegen der Katze. Ja, ja, kommen wir nochmal. Okay. Machen Sie das. Schönen Tag, doch, Frau Doktor. Machen Sie es gut. Auf der Heideschlag. Ach du Heiland. Kann man Ihnen weiterhelfen? Hola. Hallo. Wie geht's mit Arvin? Ich glaube, das ist ein Indianer. Meinst du? Warte mal, komm mit. Entschuldigung, sind Sie Indianer? No. No? Ach so, Entschuldigung. Ja, schönen Tag noch. Entschuldigung. Das sind gar keine Indianer. Shiri, danke schön für 61 Monate. Gar vielen, kein vielen Dank. Indianer. Danke schön, Shiri. Und das war gar kein Indianer. Nein. Pass auch auf. Ja, was denn? So, komm, wir gehen unseren Knoblauch holen. Ja. So. Die Frau Doktor hat mir $20 gegeben. $20? Ja. Kriege ich auch was von den $20? Was? Kriege ich auch was von den $20? Ja, wir sind ja Partner, mein Sohn. Ja, 50 hast du gesagt. Nee, sind nur $20, keine 50. Du hast ja aber 50 gesagt. Real, wie geht's dir? Sci-Fi, ne? Nee, nix, jetzt am Sonntag. Jetzt am Sonntag, denke ich schon mal. Wir sprechen das ab und dann jetzt am Sonntag. HM, ne? Na, ja, kriegst du gleich später, Junge. Okay. So, komm, lass mal schneller rein, mein Sohn. Wer zuerst da ist. Ja, das schaffe ich ja nicht. Komm. 8 Stunden Stream und für jeden Sub 5 Minuten länger. Hab schon nie gemacht, sowas. Madfeist, warum? Warum machst du das? Madfeist, warum? Du bist das Schuld. Hallo. Dankeschön für 5 Sub-Geschenke, Matt. Vielen, vielen Dank. Ach du Kacke, was Dankeschön. Hier passiert? Haut mal Liebe raus für den Madfeist. Der hat die gerade 5er Sub-Bombe platzen lassen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Bist du? Ja, Tom. Was ist passiert? Ich habe das Loch nicht gesehen. Ja. Hey. Oh. Brauchst du einen Doktor? Nein, alles gut, glaube ich. Oh. Sicher? Ja, helf mir mal kurz hoch, bitte. Papa. Ja, natürlich, warte, ich helfe dir. Und hopp. Was ist denn passiert? Leck mich am Arsch, tut der Arsch weh. Was ist denn passiert, Papa? Ja, guck mal hier. Ich hab das nicht gesehen hier. Ja, musst du drüber springen, Papa, mit dem Pferd. Ja, aber ich glaube manchmal, das Pferd kann gar nicht springen. Doch, das kann sehr wohl springen. Ja. Danke, Tom. Ach Gott, mein Hintern tut mir weh. Nix zu danken. Tom, was machst du denn hier? Wir machen gerade einen Viehtransport. Wir bringen die Kühe weg. Ach, ja. Das sind Kühe? Ja. Oh, fertig. Ich werde bekloppt. Am 8. Ja, da hinten ist gerade groß Meeting, ne? Im Dörfchen da hinten. Wieso? Da sind die Ackermans, oder wie die heißen. Ja, weiß ich. Ja, und die Frau Bennett kommt ja auch noch. Ja, die waren gerade bei uns gewesen. Die haben irgendwas Illegales vor, haben wir mitbekommen. Wir konnten da lauschen. Ja. Aber was die vorhaben, wissen wir nicht ganz genau. Tom, passt da ja auf dich auf, was die anreden. Die meinten irgendwas von der Farm übernehmen oder so. Ja. Nee, ja, die wollen über, also links neben Blackwater, die Farm wollen die haben. Nee, sie sagten, sie hätten schon eine sicher zugesagt. Und sie wollen eine andere Farm, den anderen Leuten gehört, wollen die übernehmen. Keine Ahnung. Na, können sie nicht. So viel Geld haben die meisten nicht. Ja, vielleicht so brauchen aufzukaufen. Die dafür kein Geld. Weißt du, was ich meine, Tom? Ja, red mal mit dem Herrn Ackermann, ja. Guten Tag. Ja. Oh, guck, das ist Frau Bennett. Ihr müsst gut Stell auf euch vor, aufpassen. Ich muss schnell weiter, ja, ich muss schnell weiter. Ja, aber Frau Bennett hat jetzt keine Zeit. Kühe. Frau Bennett. Frau Bennett. Oh, warte mal, mir fällt ja gerade was eingefallen. Auf, sag mal, hast Guck du dich von mir gezogen? Oh ja, Moment, Moment. Ich möchte sie jetzt nicht aufhalten, aber wenn sie mal einen kleinen Blick drauf werfen können. Achtung, Pferd. Boah, Tim, du siehst aber schick aus.
Ja? Das hat er extra für die Frau Bennett gemacht. Gucken Sie mal, da ist auch Lavendel dabei. Ui. Oh. Passen Sie auf, Frau Bennett, nicht dass er drückt. Super Mario, und wenn, danke er, wenn er rennt, dann hat er Dankeschön für das Sackgeschenk an Gott, der Muffin. Ja, ich habe einen Adler drauf, schauen wir mal. Und Dankeschön für deinen Resub im dritten Monat. Ja. Vielen, vielen Dank. Wow. Sieht jetzt schon richtig groß aus. So, ja, so auf jeden Fall. Die Miss Bennett. Und ja, schönen Hut hast du an. Ja, ich habe meinen Hut selber wie immer. Der sieht ja fast aus wie 15, oder? Ja, der sieht ja, das aus. Fast wie 15 ja, sogar. Fast wie 15. Sagen. Frau Bennett, lang sind Sie nicht mehr sicher. Ja, ich habe ja, ich sag jedem schon, dass ich einen Nachwuchsmann habe. Ja, wirklich? Ja, ich habe auch erfahren. Ja, das bin ich. Ja, ich weiß. Ich bin das. Da haben Sie eine gute Frau erwischt. Ja, weiß ich, Frau Bennett ist die Beste. Ja. Ja, vor allem kann die sehr lecker kochen. Freue mich schon richtig drauf, Frau Bennett. Du willst ja bestimmt schön, wieder ein Karamell danke. Haben, ne? So, weil, so wie dein Papa hier. Aussieht, braucht der auch ganz dringend weißt du, wieder einen genau. Snaps. Danke ja, schön, ganz Tom. Dringend. Ja. Tequila gibt's heute. Ja, das ist gut, Tom, nimm ich. Ja. Dankeschön. Das würde ich nehmen, Dankeschön. Stecke ich mir noch rein. Dankeschön. Ja. Lecker. Ja, wollte ich Sie gar nicht weiter aufhalten, nee, Frau ziehen Sie mal weiter mit Ihren Kühen. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, Ihnen und auch. Dankeschön. Ja, ich muss schnell vorreiten. Dankeschön, Frau Bennett. Ja. Komm, wir sehen uns. Wir sehen uns. Wiedersehen. Ja. Ach, den Knoblauch können Sie alle brauchen, ja. Ne? Ja, ja unbedingt bringen Knoblauch. Wir nachher, ja. Oh, sehr schön. Super. Dankeschön. Einfach nach Hunter fragen, dann nehme ich euch das ab. Super. Komm, Junge. Ich glaube, die steht auf dich. Ja, die Probe. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, wa? Ich spiele zu viel Elden Ring. Jetzt reite ich gerade mit Pferd hier entlang, hier. Sehe das nur von hier oben aus leuchten hier. Und dachte, das wäre meine XP, die ich eben verloren habe, wo ich gestorben bin. Ich spiele zu viel, Elden Ring, das gibt es nicht. Ich glaube, ich habe all meinen Knoblauch. Ich noch nicht, mein Sohn. Hast du 5 Stück? Ich habe 5 Stück. Oh, das ist gut. So, lass mal Papa gucken, wie viel Papa jetzt hat. Papa hat 4. Wo ist hier noch ein Knoblauch? Bei mir ist einer auf dem Stein gewachsen. Echt? Ah, ich hab. Warte, ich hab. So, 5. So. Sonst hat man hier nichts angepflanzt, ne? Sades, grüß dich, wie geht's dir? Direkt, ne? Armer Junge, hatte jeder nur einmal ein Päckchen Samen eingepflanzt? Ja, ne? Ich schon, ja. Ja, und ich auch, glaub schon. Okay. Das weiß ich nicht, Kettenrassen. Das weiß ich echt nicht, wirklich nicht. Keine Ahnung. So. Kommst du zurecht? Ja, Papa ist auf dem Pferd. Ja. So. Junge, wir wollten doch nochmal zu der Indianer, ne? So. Ja, und Papa, wir wollten nochmal ganz dringend runtergucken gehen. Wie runtergucken gehen? Wo? Nach Amdel. Ach, zu den Mexikanern, ne? Amdel. Ja, komm, dann lass uns da hin. Komm. Alter, können wir hier lang. Komm. Oh, warte mal. Frag doch mal ingehen. Was? Nein. Och, Herm, nein. So. Mit der blauen Frau aus dem Loch. Ach, stimmt, ja. Hast du recht, komm. Ja. Was war denn das? Was denn? Keine Ahnung, mein Pferd hat gewirrt. Das manchmal, wenn du eine Schlange entdeckt oder so. Hä? Ja, hier durch. Hopp. Ach du Heiland. Hier sind wir doch noch nie durchgeritten, oder? Wow. Mein Sohn. Wie bitte? Hier sind wir doch noch nie durchgeritten.
Ich schon. Ja? Was wollt ich mit dem? Tim, ich dachte, wir wollten nach Amadillo. Tim? Ja? Ich dachte, wir wollten nach Amadillo. Kurz. Ja, warte doch kurz. Ach, den 300... Wo ist er hin? Der 300-Dollar-Fisch. Das sogar mal sehr, ne? Warum geht er denn nicht hier hoch? Ach, Junge. Jetzt muss er über die ganze Brücke wieder rüber. Man merkt manchmal echt, der hätte nur hier hochgehen brauchen. Man merkt manchmal echt, von wem der Sohn ist. Jetzt muss der... Ach ja. Ohne Worte. Ja, wirklich, ohne Worte. Ist wirklich so. Wie er da ankommt mit dem Fisch, wa? So. Komm her, Fetch. Tim? Ja. Ich frag mich eins. Warum bist du nicht direkt hier hochgegangen? Warum gehst du da hinten rüber und musst über die ganze Brücke nochmal rüber? Ja, weil das da unten nicht nach rechts lang ging. Oh, ging und das doch. Nein, und da hätte ich schwimmen müssen. Ach so. Ach, schwimmen kannst du ja gar nicht, ne? Ja, nicht, wenn ich so einen großen Fisch mit beiden Händen tragen muss, weißt du, Papa? Ja, das stimmt, mein Sohn. Ja. Das stimmt. Aber danke für den Tipp. Kein Problem. Ich denke, was macht ihr, kleine Lauschbub? Ist immer besser, man hat einen Fisch dabei, Papa. Ist das immer besser? Ja, falls wir in Gefahr geraten. Ach so, dann kannst du den anbieten, ne? Genau. Ja, das stimmt. Hoffentlich werden wir nicht überfallen, ne? Ja, dann haben wir den Fisch dabei. Ja. Junge, ich hab ein Gelände hier. Vielleicht hätten wir vorher unser Geld zur Bank. Was sagst du, Tim? Vielleicht hätten wir vorher unser Geld zur Bank bringen sollen. Ich hol mal lieber das Gewehr raus. Nicht, dass hier Bären sind oder sowas. Okay, dann nehme ich auch meinen Revolver. Ja, komm. Färbt ab? Was färbt ab? So. Oh, hier ist auch schön. Ja, schöner Weg zum Reiten. Sind wir hier schon mal lang geritten? Nee. Das war letztens ein anderer Weg, ne, oder? Ja. Ja, ne? Färbt noch was anderes. Was? Rennt ein bisschen Sau. Joho? Was ist das? Bär? Nee, ein Stein. Ein Steinbär, Papa. Steinbär. P-Bask, alles fit? P-Bask ist da. Oh, hier ist Blut. Was ist, Junge? Was ist? Hast du nicht gerade gesehen, dass da ganz viel Blut am Boden? Ja, habe ich gesagt, da ist ganz viel Blut. Oh, weil müssen wir aufpassen, mein Sohn.
Was ist denn hier? Was ist denn hier, mein Sohn? Oh, Fox, danke schön für den vierten Monat. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Fox, Hirntod, wie geht's dir? Vielen, vielen Dank. Ja, das ist aber schön hier. Hier ist es schön, ne? Ja. Ob hier jemand wohnt? Ja, da stehen zwei Pferde. Ja, ne? Da wohnt jemand. Ja, dann komm, wollen wir nicht stören. Junge, das ist aber weit, ne? Das ist ein ganz schönes Stück. Mal was Neues hier. Und was hatte der Mann gesagt? Was war da mit der Frau im blauen Loch? Ja, das war hier Uwe. Uwe? Ja. Ach ja, der Abalacke, ne? Ja. Ja. Das stimmt, mein Sohn. Dass er gedacht hat, dass die tot wäre und die kam, die hat er dann weggebracht. Ach so. Oh. Ah, hier. Ja, ich denke gerade auch. Ja, denkst aber dann weniger, ne? Ja, oder später. Ja. Was ist denn da los hier? Hirntod, was ist da los? Oh, scheiße, was ist denn hier? Weiß nicht, ob ich... Ja, weiß ich auch nicht. Steck mal die Waffe weg, Junge. Ja, ist vielleicht besser. Ja, ist vielleicht besser. Aber ich habe Fisch dabei, Papa. Gar ja. Nichts passiert. Guten Tag. Buenos dias. Gut. Buenos dias. Guten Tag, die Herrschaften. Hola. Dürfen Sie was fragen? Ist das der Weg nach Armadillo? Das ist der Weg nach Armadillo. Zum Dr. Baxter. Kennen Sie den? Bis jetzt noch nicht getroffen, aber vielleicht haben Sie mehr Glück. Ja, wir müssen nämlich zum Dr. Baxter. Mein Sohn ist schwer krank. Ja. Ja, Gott verdammt. Ja. Ich glaube, der ist auf der McFarlane Ranch, eh? Nee, da kommen wir von, also da kommen wir von Wilson, meinen Sie, ne? No, auf nee. Dem McFarlane Ranch ist der. Nee, da war der, man hat uns gesagt, er wäre ein Armadillo. Ja. Ich habe auch Fisch dabei. Genau, sie vertun sich gerne. Das sind zwei unterschiedliche Farmen, ne? Ach so. Wenn sie jetzt gerne weiterreiten, ja. Ja. Immer den Pfad entlang. Ja. Dann kommen Sie direkt auf der McFarlane Ranch und da müsste der Doktor ansagen. Okay. Können Sie vielleicht Fisch gebrauchen? Mein Sohn Ich bin verheiratet, vielen Dank. Ach so, okay. Ja. Ihre Frau kocht nicht? No, kein Fisch. Kein Fisch. Ja. Naja, ist nicht so schlimm. Ja, darf ich fragen, was Sie hier machen? Machen Sie hier so mit Lagerfeuer und sowas alles? Sehr richtig. Sie können gerne fragen, wir sind die Guardia Nacional. Was sind die Guardia Civila? Vergiss mich nicht. Guardia Civila. Ach, sie machen hier Wachen halten, Ton. Ja, richtig. Ah. War böse, bist du kommen. Richtig, genau. Ah, okay. Und wir sind keine Böse. Nee, wir sind keine. Und das möchte ich hoffen, nee, oder? Nee, ich bin nicht gefährlich. Nee. Junge, lass uns am besten mal direkt weiterreiten hier. Ja, ich dann vielen Sie Dank für die Hilfe, die Gentlemen. Ein Bösewicht sehe, sage ich ihm Bescheid. Ja, melden wir uns direkt. Ja. Auf Wiedersehen, die Herren. Ja. Wir reiten Sie vorsichtig. Natürlich, danke schön. Ich weiß nicht, ich bin so wie hier. Nee, Entschuldigung. Okay. Entschuldigung, ich höre. Heiland, scheiß mir gleich die Hose hier. Ja, warte, Junge, auf mich, warte. Hast du gesehen, die waren alle bewaffnet. Ja, die passen auf. Scheiße. Du musst dein Pferd ab und an mal ein bisschen beruhigen. Ich glaube, ich habe mir in die Hose geschissen.